gottloser Abschau. Wie lange warst du blind an diesem Ort eingesperrt? Hunderte Jahre. Bist du sicher, du kennst dich hier aus? Wie meine eigene Westentasche. Hey, hey, hey! Pass doch auf! Ganz vergessen. Wir sehen die Dinge etwas unterschiedlich. Die Dinge unterschiedlich zu betrachten, öffnet neue Wege. Was meinst du? Du siehst in mir nur Böses, weil ich ein Dämon bin. Sei nicht so engstirnig. Es ist alles eine Frage der Perspektive. Wie ich schon sagte, wir sehen die Dinge unterschiedlich. Wir treffen uns voraus. Ich muss dir was zeigen. Nett. Willkommen zurück zu Mission Nummer 9. Ich habe vergessen, im letzten Teil das, glaube ich, zu sagen. Ich weiß gar nicht. Ja, er hat sein Auge wieder und bringt uns dafür jetzt zum Turm und kann mit seinem Auge auch, die Brücken wieder entstehen lassen. Nein, er hat ja gerade gesagt, man muss die Sachen nur aus einer anderen Perspektive betrachten. Ja, muss man wohl. Menschlichung ist deine Erlösung. Ist nur schade, dass wir dann trotzdem runterfallen, wenn, wir nicht die richtige Perspektive einschlagen können. So, Da frage niemals Raptor News. Ich glaube, das möchte ich aber doch. Na, Mr. Keuchi? Ich höre dich. Wo bist du? Bist du noch hier? Nö, ne? Nein. Ich höre dich, aber ich sehe dich nicht. Da bist du. Echt? So einfach? Falsch zu. Nichts gesehen und trotzdem gerettet. Ist das schön. Ah. Fuck, ich wollte schon die ganze Zeit nachgucken. Huch. Ja. Es hat funktioniert. Oh mein Gott, ja. Ich freue mich. Entschuldigung. Oh, da freue ich mich wirklich. Ich hätte nicht gedacht, dass das auch irgendwann mal in meinem Leben klappt. Warte, hier lang. Jetzt ärgere ich mich gerade. Anscheinend... Entschuldigung. Ihr Name war Asiel. Ein uraltes Wesen. Ein Nephilim, wie du. Ich wusste nicht, dass es weitere gab. Die Nephilim waren die dritte Rasse. Leider wurden sie gejagt und getötet. Warum? Sie hielten die Macht von Engeln und Dämonen. Doch anders als diese konnten die Nephilim die Welten durchschreiten. Sie waren wahrlich eindrucksvoll. Und das machte sie zur Bedrohung. Wie mich. Und wie du. Hatten sie großes Potenzial. Solch eine Verschwendung. Du willst dein Potenzial erschließen. Vielleicht kann Asiel helfen. Mhm. Wie? Zum Henker. Jetzt habe ich vergessen, was ich gerade sagen wollte. Irgendwas wollte ich da oben noch erzählen. Ja, ich habe mich geärgert, genau, dass wir nicht in die andere Richtung vorher noch gelaufen sind. Und jetzt ärgere ich mich, dass ich vorher, dass ich jetzt einfach so runtergesprungen bin. So. Schon gerade eben hat der Hermesmann geklingelt und den wollte ich eigentlich ignorieren, weil ich hasse es, für den Nachbarn Pakete anzunehmen, die sie dann wochenlang nicht abholen, warum auch immer die das bei mir im Haus tun. Aber es war ausnahmsweise für mich, meine neue Webcam ist nämlich da. Mich geärgert, wenn ich nicht hingegangen wäre. Ach, hallo, du hübsches Zauberwesen. Eine Hexe! Ja, so stelle ich mir die aber nicht vor. Nein, es ist ein beschissener Ding. Ey, lass dich gefällig beschnippeln, Alter. Na komm.
sehr interessant. Ist das immer noch die gleiche? Anscheinend. Es sah gerade aus, als wenn sie einfach hingefallen wäre. Oh, Spinnen. Ja, richtig erkannt. Lass mich die Spinnen töten. Richtig. Asiel hat den Schlüssel. What? Okay. Ich vergesse das immer, dass ich nicht so weit wegstehen darf von den Viechern. Lololo. Ich mag die Knarren immer noch. Asiel hat den Schlüssel, genau. Wow. Ich will das nicht. Warum tust du mir das an? Und warum habe ich den vorderen Anker vorher nicht gesehen? Ach, verdammt. Immer das Gleiche mit mir. Das wäre jetzt in die Hose gegangen. Bin ich überhaupt richtig? Anscheinend. Verstanden. Was versteht? Oh, ja, neue Waffe. Warte. Ist es möglich? Hallöchen. Wir waren schon lange nicht mehr hier. Warte mal, stimmt. Wir hatten so ein Level gar nicht für Eryx, ne? Eryx. In Ordnung. Schauen wir, was passiert. Ja. Oh, ich kann aber links noch gar nichts wechseln. Oben, unten auch nicht. Wahrscheinlich werde ich dann wieder mit einem Sprung damit überrascht. Oder gar nicht. Ich habe nämlich netterweise vergessen, nachzugucken, warum mir keine Tipps mehr angezeigt worden sind. Ja. Dante, du bist hier, weil ich dich nicht beschützen konnte. Es tut mir wirklich leid. Dein Vater hat sich in mich verliebt. Die Liebe durchbrach strenge, uralte Grenzen. Wir wählten unseren Pfad im Angesicht eines sicheren Endes. Nie bereuten wir unsere Entscheidungen. Doch wir ließen dir nie deine eigene, mein Sohn. Nun wirst du endlich diese Wahl haben. Du wirst große Macht besitzen. Eine Macht, mit der du deinen eigenen Pfad wählen kannst. Das, mein Sohn, ist Freiheit. Sei tapfer, mein Sohn. Ich liebe dich. Neue Fertigkeit freigeschaltet. Dämonentrieb. Mhm. Oh, und eine Errungenschaft. Du bist doch kein Mensch, oder? Ne, nein, bin ich nicht. Fühle mich auch nicht so. als Darbietung Dantes wahrer Macht stürzt sein Dämonentrieb die Welt in Chaos und schleudert Gegner in seiner Nähe in die Luft. Das hört sich sehr zurückhaltend an und entschuldig bitte. Ja, gut, beide ne, Sticks runterdrücken. Okay. Ah,
Ja, okay. Hilfe? Der krasse Scheiß. Was zum Henker war das? Jetzt komm her. Ja. Wow. Ich war überrascht und bin verwegen. Ein bisschen. Krasse Scheiße. Dante. Richtig, der Turm. Auf dem Weg. Ah, meine Lieblingsmusik. Schön. Kein Pissnake. Sag mal. Kannst du mal aufhören, mich zu unterbrechen? Na jetzt, benutzt die Kackwaffe. Oh Mann! Stirb endlich! Wie ich es liebe, wenn ich so gut sehen kann. Oh, hup! Ja! Ich mag die Hexen. Ein neues Bildchen freigeschaltet. Schön. Leute. Lass die Mutti doch mal in Ruhe machen hier. Na geht doch. Ich bedanke mich recht herzlich bei allen Beteiligten. Und hol mir das kleine Säckchen. Okay. So. Und da ist noch eins. Sehr schön. Ah, verdammt. Voll hat's auch funktioniert. Ah, shit. Oder so. Und dann. Nein. Auch nicht. Sehr gut. Das lernen wir noch, ne? Ja, das lernen wir noch. Irgendwie, irgendwann. Ja, Hallöchen. Verbesserung. Oh, warte mal, Gegenstände, bevor ich es vergesse. Ach, ich wollte gerade sagen, kann ich nicht mehr runter? Oh, was ist das? Erhöht denn das maximalen Dämonentrieb um 20%. Oh, wir haben einen lilanen Balken. Okay, wow, das fällt mir jetzt erst auf. Ich bin so blind. Gesundheit, Dämonentrieb, Gesundheit, Dämonentrieb. 1000, 2000, ja. 5000 kostet das nächste. Ja, nee, ist klar. Natürlich. Oh, vielleicht sollte ich die Verbesserung auch noch gleich benutzen. Aber was. Gucken wir einfach mal nach den. Ja, das ist immer noch so eine Sache. Da reg ich mich jedes Mal drüber auf. Das ist. Ja, Doppelsprung, bla bla, hilft mir auch so nicht viel. Gegenschritt, dann kann ich. Oh, soll ich das machen? Soll ich das nicht machen? Ja, das Ding benutze ich nie. Gar nicht, weil ich viel zu sehr mit Draufkloppen beschäftigt bin, als vernünftig auszuweichen, was auch verdammt dämlich ist. Also sollte ich wahrscheinlich nicht Stufe 2 davon benutzen, aber Engelsausweichmanöver. Es wäre immer leichter zu greifen. Ich muss mich jetzt das nächste Mal echt konzentrieren und die einfach mal ausprobieren, die beiden. Abrechnung. Oh, für ein Engelchen. Das gehört dazu. Folgt einem Engelsch.
warte, erstmal gucken. Engelsschwung. Achso, ja, einfach anziehen. Okay. Folge einem Engelsschwung mit einem gut abgepassten Aufwärtshaken, der den Gegner in die Luft befördert. Na komm, zeig mir die Animation nochmal. Schlupp. Bam. Hm. Nehmen wir einfach mal, probieren wir es aus. Ach, ich habe schon 3 Verteilungspunkte. Ach, den habe ich diesmal noch gar nicht benutzt, den habe ich schon wieder ganz vergessen. Mein Gott. Aber es wäre wahrscheinlich besser, wenn der ein bisschen mehr Schaden machen würde, weil... Warte mal. Nee. Wenn der ein bisschen mehr Schaden machen würde, weil mir das definitiv zu wenig Schaden gemacht hat. Also nehmen wir das noch. Und dann sind wir auch schon wieder durch. Sehr gut. Die Spinnen am Leben lassen, was ist denn mit mir los? Hihi, gefunden. Hm. Ist auch noch was? Nee, aber. Wo komme ich hin, wenn ich da lang fliege? Wahrscheinlich nirgendwo hin. Ich sehe da nämlich auch nichts weiter Blaues und bei meinem Glück komme ich da nie wieder hoch. Oder? Soll ich es probieren? Ja, komm. Einmal abstürzen. Ja. Das war... Das ist mir sehr unangenehm gerade. Ich entschuldige mich dafür, dass ich das überhaupt ausprobieren wollte. Das war auch sehr knapp, weil ich den Doppelsprung nicht gemacht habe. Ja. Lululu. Ja, mein Lieber, ich höre dich. Oh, Löcher im Boden. Wow. Alter, ich wollte gerade sagen, wo bist du? Oh, ey, die mal mit ihrem Scheißstab. Na komm, flieg runter. Ah, nicht ich, du. Ah, ich hab Angst. Merkt man das? Nein, gar nicht. Ich will da nicht runterfliegen. Oh, fuck, die Wand an. Ja, das war zu weit weg. Das habe ich dann auch gesehen. Wieso zum Teufel bin ich so unfähig? Ich hab keine Ahnung. Ah, jetzt stirb endlich. Ich hab doch... Wie zum Henker macht der das, dass er, während ich LT drücke... Ach, jetzt weiß ich endlich, wie dieser Angriff geht. Ah! Interessant. Ich meine den hier übrigens, den Haken, den man mit B runterziehen kann. Jetzt passt es schon wieder nicht auf. Ja, komm runter, komm runter, komm runter oder ich komm raus. Ein kleines bisschen Chaos heute. Ach, und eine Hexe. Ja, klar. Schon sehr faszinierend, dass die Harpien gerade so ruhig bleiben dabei. Ja, oh, boah, die hat mich runtergekickt, die Alte. Mich gerade mit dem Anker an sie rangezogen. Ah, nein, 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 nein. Warum zum Henker versteckst du dich immer vor mir? Das ist so völlig unnötig. Ja, ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Nee. Na endlich. Mein Gott.
Wie oft bin ich jetzt runtergefallen? Einmal? Zweimal? Ich weiß gar nicht mehr. Zweimal, glaube ich, noch. Ich glaube schon. Ist das eine Silbertür? Nee, ist eine Goldtür, ne? Ich habe sogar einen Goldschlüssel. Oh nein, jetzt muss ich das ja machen. Ich will gar nicht. Na gut. Heißen wir das Chaos willkommen. Okay. Überstehen. Überlebe, bis die Zeit abläuft. Jeder getötete Gegner stellt einen Teil von Dantes Gesundheit wieder her. Ich sehe schon, worauf das hinausläuft. Ich im Abgrund. Das finde ich nicht gut. Und ich habe mir gerade noch gedacht, wahrscheinlich wird die Folge ganz schön kurz, wenn die letzte schon so kurz war. Mhm. Na gut, dann fangen wir mal an. Wollte ich gar nicht. Ich wollte eigentlich zurück zur Mitte. Ich bin ja so schlau. Na, kommt her. Kommt zu mir. Ah! Ich dachte echt, das soll darauf hinauslaufen, dass ich in den Abgrund falle und sterbe. Ach so, das waren gar keine 30 Sekunden mehr. Ich dachte, oh, scheiße, ich hab mich verlesen. Nee, das hat nicht funktioniert. Ich versuche immer noch die richtigen Ausweichmanöver anzuwenden, aber... Das kann ich wahrscheinlich nur, wenn die mich angreifen, oder? Ja, und ich das dann gerade rechtzeitig mache. Ich weiß es gar nicht so genau. Eigentlich wollte ich gerade mal die Waffe wechseln. Nicht in den... Oh, nein. Oh, scheiße. Was? Wer hat mich dann gerade erwischt, dass ich gestorben bin? Wie einfach wieder auf die Beine springt. Schön. Okay. Wie gesagt, ich probiere es jetzt noch einmal und dann spielen wir aber auch weiter. Ich habe keine Lust, das Let's Play elendig damit in die Länge zu ziehen. Ach, das läuft... Jetzt kapiere ich das erst. Selbst wenn die mich nicht treffen, läuft meine Gesundheit ab. Hätte ich das mal vorher gewusst. Ich habe das wirklich falsch verstanden. Ich dachte, ich habe halt Pech gehabt, wenn ich sterbe, weil die mich alle platt machen. Hab ich nicht. Verdammte Axt. Das war voll Spaß. Fast so schön wie das Wegboxen. Ja, ich weiß, ich sollte vielleicht einfach mal richtig töten. Mhm. Kann mal einer von euch liebevollen Wesen, Geschöpfen, was auch immer, verrecken, damit ich ein bisschen mehr Gesundheit kriege? Komm schon. Stirb! Stirb du auch! Sterbt alle! Oh Gott sei Dank. Ich will es ja schon schaffen, auch wenn man es nämlich glauben mag manchmal. Mag ich gewinnen ja doch recht gerne. Ich habe nur meistens nicht die Geduld dafür. Deswegen sitze ich gerade auch hier mit einem zusammengepressten Kiefer und versuche durch die Zähne zu sprechen. Was mir nicht so gut gelingen mag. Ja. Warum stirbst du nicht, du Elendiger? Oh, verdammt. Oh, Mann. Nein. Na gut, einmal kommt. Einmal kriegen wir es noch hin. Sind die? Wo seid ihr? Ich wollte gerade sagen, ich sterbe und keiner kommt. Das ist auch sehr schön. Aber ich glaube, der Glasboden zerbricht jetzt nicht, oder?
kommt mir das nur so vor. Na, was haben wir hier? Ey! Ja, blöden Drecksäcke. Das geht doch wieder in die Hose. Ah, Mano. Ja, komm, ich sterbe. Ja, und tot. Ah, verdammt. Mano, warum geht das nicht? Nein. Ja. Ja. Entschuldigung, ich bin eine extreme Versagerin und das ist mir auch durchaus bewusst. Das regt mich jetzt auf. Egal. Egal, egal. Weiter im Text. Unschön. Sehr unschön. Warte mal. Komme ich nicht gerade von hier? Lauf ich schon wieder verkehrt rum? War ich doch gerade. Sag mal. War doch richtig. Okay. Absoluter Wahnsinn. Komm her. Was ist los? Du hast deinen inneren Dämon gefunden. Doch du musst dein volles Potenzial erschließen. Eigentlich will ich nur einen Dämonenkönig namens Mundus töten. Und wenn du Mundus tötest, wer wird seinen Platz einnehmen? Mission abgeschlossen. Stilpunkte S. Zeit A mal 5. Yay. Fortschritt 25 oder 50%. Ja, okay. Und wir sehen uns dann in der nächsten Mission. Bis dann. Ciao.